Yeah, Faultier ist 5. Wow, toll, super, das ist geil. Wow, unbedingt gucken. Wow, du willst es. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir also an. Es war die Woche neuer Tablets. Nummer 1. Microsoft hat seine beiden neuen Surface 2 Geräte vorgestellt. Ein neues Microsoft Surface 2 mit dem von mir verhassten Windows RT drauf und ein neues Surface 2 Pro mit dem neuen Windows 8.1, neuen Haswell-Prozessoren, längere Akkulaufzeit, schickeres Display, aber immer noch groß und schwer und ja, auch wenn ich weiß, dass man es eher mit einem Laptop vergleichen soll. Für mich ist es immer noch ein Tablet-Formfaktor und wenn ich das Ding mal in die Pfoten kriege und da immer noch ein Kilo wie ein Tablet halten soll, kriege ich leider zu viel. Dann Nummer 2. Apple hat seine neuen iPads vorgestellt. Die großen werden leichter, schlanker und schmaler und nennen sich jetzt Air, weil sie so fluffig und leicht sind. 470 Gramm, natürlich eine Verbesserung. Und dann gibt es auch noch die neuen iPad Mini 2s. Die heißen nicht Air, denn die werden auch schwerer. Das hat Apple eigentlich nicht groß an die Glocke gehangen. Aber für das Retina-Display wird natürlich auch mehr Akku gefordert und. Und ja, ihr habt mich Retina hören sagen, Apples Kunstwort kommt jetzt auch in den neuen Minis zum Einsatz, also gestochen scharfes Display hier. Und Tablet Nummer 3 kommt von Nokia. Die stellen ihr Lumia 2520 vor, das erste Tablet aus dem Hause Nokia mit dem Windows RT Betriebssystem. Ist nett, kostet nicht allzu viel, ist leicht, aber es hat natürlich wieder, wie schon bei 1 gesehen, Windows RT drauf, wird vielleicht seinen Markt finden. Ich freue mich drauf, dass Nokia neue Geräte vorstellt. Sie haben ja nicht nur Tablets vorgestellt, sondern auch neue Smartphones. Seht ihr ja auf einem guten Weg und drückt denen da auch die Daumen, denn ihr wisst ja, mehr Konkurrenz ist besser für uns. Ihr habt hoffentlich alle an die Zeitumstellungen gedacht. Wir haben eine Stunde hinzugewonnen, indem wir unsere Uhren eine Stunde zurückgedreht haben. Am besten nochmal alle Geräte überprüfen, ob die sich automatisch umgestellt haben. Und ansonsten bei den nicht digitalen Teilen da halt eine Runde am Rädchen drehen. BlackBerry hat mal wieder und hoffentlich auch diesmal endgültig sein BBM, sein BlackBerry Messenger für iOS und Android rausgehauen. Am Anfang war der Andrang doch so groß, dass man natürlich Wartezettel verteilen musste. Dann war man bei 5 Millionen Downloads. Jetzt spricht man von 10 Millionen Downloads, beziehungsweise natürlich gleich Nutzer. Die App ist gratis und mal ganz ehrlich, heutzutage bei so einer Verbreitung mit den ganzen Geräten. Meine Tante Erna könnte eine App raushauen, die hätte nach einer Woche wahrscheinlich schon 100 Millionen Downloads. Aber guck, ich habe mir das Ding angeguckt. Problem natürlich ist, was heißt Problem? Es soll ein WhatsApp-Konkurrent sein. Es ist ein BlackBerry Messenger, ein Facebook-Messenger-Konkurrent. Es ist ein Konkurrent zu Apples iMessage und. Es gibt da draußen so viele verschiedene Chat-Dienst-Dinger. Und mal ganz ehrlich, BlackBerry war mal groß. Das Ding war mal toll. Damals haben sich Leute wirklich die Dinger nur für dieses BBM-Teil gekauft. Und inzwischen, sorry, das sieht aus. Der Funktionsumfang kann mit anderen Leuten oder mit anderen Apps überhaupt nicht mithalten. Und Leute, das ist das Problem. Die Verbreitung ist natürlich minimal und irgendwelche Vorteile erkenne ich hier nicht. BlackBerry hätte hingehen sollen und sagen, das Ding ist abhörsicher, wir garantieren euch, keine Regierung der Welt liest damit mit. Oder sie hätten sagen sollen, wir machen es super duper multifunktional, auch im Webbrowser, Tablets, alles synchron, also das, was die anderen noch nicht bieten. Oder wir integrieren eure SMS damit drin, irgendein Feature, was die anderen nicht bieten. Und in meinen Augen, sorry, ich würde ja auch gern BBM, also BlackBerry, die Daumen drücken, aber mit dem Ding, und die wissen, dass denen langsam der Arsch auf Grundeis geht, ne. Es geistert durch das Netz, alle machen sich über die PlayStation 4 lustig, denn die wird ein großes Update direkt beim Start gebrauchen und ohne dieses Update könnt ihr noch nicht mal eine DVD oder eine Blu-ray abspielen. Ungefähr 300 Megabyte werden am Launch Day, also am 22. November hier bei uns direkt fällig, sonst könnt ihr anscheinend nur mit dieser Spielekonsole spielen. Auch Microsoft mit der Xbox One möchte mal wieder negativ herausstellen. Nachdem wir letztens schon die Lenkräder hätten, kommt jetzt raus, auch für eure alten Headsets, entweder von Microsoft oder von Drittherstellern, wird ein Adapter wenigstens nötig sein. Die Dinger könnt ihr weiter benutzen mit so einem Adapter, aber halt nicht ganz normal und ohne Probleme, denn das wäre ja wahrscheinlich viel zu einfach. Bioshock Infinity. Viele spielen es, viele haben es gespielt und jetzt kündigt sich der erste Story-DLC an für den 12.11. Wer es einzeln kauft, zahlt 15 Euro anscheinend. Da lohnt sich ja anscheinend eher der Season Pass für 20 Euro, wo wohl mindestens noch ein weiterer Story-DLC drin ist, wahrscheinlich auch noch zwei weitere und noch ein paar andere Gimmicks.
Amazon bietet ja schon längere Zeit Spiele-Downloads an, aber nur für Titel unter 18. Wer Ü18-Titel haben wollte, der musste nach wie vor zur Disc greifen und da werden ja immer 5 Euro zusätzlich, damit der Postbote gucken kann, wie viele Ringe ihr denn habt und euch dann euer Spiel geben kann. Jetzt ist aber damit Schluss. Inzwischen gibt es auch bei Amazon die Ü18 digitalen Downloads. Ich glaube, da wird wieder die Nummer aus dem Perso fällig. Einfach mal reingucken und es gibt einige, die jetzt bestimmt schreien, yeah, und andere denken sich, Amazon, Spiele-Downloads, nie gehört. Meine Serie der Woche geht dieses Mal an mein Lieblingsbruder-Monsterjagendes Duo. Supernatural ist natürlich gemeint. Inzwischen in der 9. Staffel gestartet. Bei den Amis sind auch schon die ersten 3 Episoden gelaufen und viele haben ja damals geschrien, ach, die schaffen es nicht mal über 4 Staffeln hinweg und jetzt läuft die Serie immer noch. Absoluter Anguckbefehl von mir. Einfach von Anfang an, die ersten 2-3 Staffeln ziehen sich etwas, aber die Serie wird immer besser, vor allem wenn man die beiden Hauptcharaktere sieht. Auf der einen Seite einen grandiosen Dienst Winchester und der auf der anderen Seite Sam. Egal, das soll es jetzt gewesen sein. Das war's mit VTS 5, Folge 102. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!